für eine peinliche Niederlage für den Bush. Man nennt den ja jetzt schon den Magath von Washington. Schöner Erfolg für George Bush. Seinetwegen werden nach dem Irak nun auch die USA wieder demokratisiert. Zur Belohnung gab Bush auch gleich seinen Verteidigungsminister frei. Er wird durch Ex-CIA-Chef Gates abgelöst. Endlich mal einer, der die Waffenverstecke kennt. Unklarheit herrscht dagegen noch über die Sitzverteilung im US-Senat. Das Ergebnis in Virginia ist so knapp, dass die Stimmen wohl neu ausgezählt werden. Eine Hängepartie droht. Den Gag mit Saddam verstehe ich nicht. Aber sicher ist jetzt auf jeden Fall eins. Nancy Pelosi wird die erste Parlamentspräsidentin in der Geschichte der USA. Ja, Männer und Frauen werden sich immer ähnlicher. Okay, außer vielleicht beim Laufen. Davon kann man sich beim BioMotion Lab Walker überzeugen. Der zeigt Ihnen, dass sich nicht nur Geschlechtsunterschiede, sondern auch Stimmungsschwankungen auf den Laufstil auswirken. Also das hier etwa wäre Nancy Pelosi. Ja, und das George Bush. Und wer will, kann auch bei einem kleinen Experiment mitmachen und dabei versuchen herauszufinden, ob da gerade ein Mann oder eine Frau gelaufen ist. Ist doch auch eine tolle Ausrede. Ich guck dir nicht auf den Hintern. Ich studiere deinen Gang. Ach, wo man ja übrigens auch sehr schön die Bewegungen von Mann und Frau studieren kann, ist beim Tanzen. Nein, ich meine selber tanzen, nicht nur zugucken wie jeden Samstag. Ja, wichtig ist dabei vor allem für Damen das richtige Schuhwerk. Solche Gummistiefel zum Beispiel sind zwar total süß, aber erstens unpraktisch und zweitens nur für Kinder. Und was außer Schuhen sonst noch alles wichtig ist, wird Ihnen hier beigebracht, bei ballroomdancers.com. Da finden Sie nämlich jede Menge wirklich leicht verständliche Videos, die Ihnen Schritt für Schritt dabei helfen, die Zehen Ihrer Partnerin zu schonen. Und das Ganze ist natürlich mal wieder kostenlos. Deswegen wurde ja auch am Rock gespart. Gut, es gibt natürlich schon noch ein paar Unterschiede zwischen Mann und Frau. Wirklich ähnlich sind sich sowieso nur Zwillinge. Ja, oder Doppelgänger. Und die zu finden, das hat sich der Fotograf François Brunel zur Aufgabe gemacht. Er sucht seit Jahren Menschen, die nicht miteinander verwandt sind, aber trotzdem wie Doppelgänger des jeweils anderen aussehen. Ja, die Ähnlichkeiten sind teilweise wirklich unglaublich. Und oft hatten sogar deren Väter auch noch denselben Beruf. Matrose. Die harmonischsten Paare findet man ja nicht nur unter Tänzern, sondern auch unter Fischköppen. Nein, ich meine nicht die da oben. Ich meine die beiden hier. Wobei es auch da natürlich immer mal zu Spannungen kommen kann. Vor allem nach Tzatziki. Wenn Sie keinen Fisch an der Backe, sondern nur im Aquarium haben, sollten Sie aber wenigstens dafür sorgen, dass er sich in der Wohnung genauso frei bewegen kann wie Sie. Also bauen Sie doch einfach so ein Aquarium nach. In dem kann Goldfisch schön Gassi schwimmen und vor allem mitten durch den Raum. Und sich dabei fragen, seit wann diese anderen Lebewesen keine Sauerstoffflaschen mehr brauchen. Bevor Sie sowas, wie auf den Fotos, in einer Kneipe aufbauen, sollten Sie aber vorher besser mal beim Ordnungsamt nachfragen. Wäre doch gelacht, wenn es dafür nicht schon eine Vorschrift gibt. Und ob sowas in Deutschland genehmigungsfähig ist, erscheint mir doch eher fraglich. Zumal bei dem Wetter. Das Really Magazine hat nämlich eine ganz interessante Grafik veröffentlicht. In der wird der aktuelle Korruptionsindex mit den durchschnittlichen Jahrestemperaturen der jeweiligen Länder verglichen. Gut, was man daraus schlussfolgert, bleibt natürlich jedem selbst überlassen. Aber Heizlüfter mitbringen kann beim Antragstellen nicht schaden. Und wenn dann irgendwann der Bescheid in der Post ist und Sie vor lauter Aufregung so zittern, dass Sie den Brief nicht aufmachen können, dann greifen Sie einfach zum Hasen. Es sei denn, Sie haben auch Piranhas. So, jetzt sollten Ihre Hände aber besser aufhören zu zittern. Die brauchen Sie nämlich für die Spieletipps. Ja, Spieletipps. Die können nicht nur die Bayern gut gebrauchen, sondern auch ehrlich arbeitende Ehrensenf-Zuschauer. Mahlzeit! So, und wir wählen heute auch nochmal alle, und zwar bei dannyundnina.com. Weil das und das gehört einfach zusammen. Muss ja nicht so knapp werden wie in Montana. Das war Ehrensenf, ich bin Katrin. Tschüss.